Hey Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um einen kleinen Primark Haul und er ist nicht besonders groß, aber die meisten von euch freuen sich über Primark Haul wohl am meisten. Ich weiß nicht warum, vielleicht weil er nicht so oft vertreten ist und man durch diese Videos ein bisschen sehen kann, was das Sortiment so bietet. Ich war in Berlin und ich finde den Berlin im Primark, also ich kenne den in Hannover, Berlin und auch in Bremen ist der, glaube ich, im Norden. Und genau, ich kenne die drei Primarks und Berlin ist mit Abstand der schlimmste. Ich mag es absolut nicht, dorthin zu gehen. Es ist relativ eng. Boah, die Leute, ich verstehe das nicht, als würde es keinen einzigen, besonders in Berlin, keinen einzigen Einkaufsladen mehr für Klamotten in Berlin geben. Aber nichtsdestotrotz, ein bisschen was habe ich gefunden und wir kommen direkt zu der ersten Sache, die ich wahrscheinlich auch am besten von allen finde. Und zwar ist es eine total schöne Statement-Kette. Es ist so ein schmutziges Gold, also kein richtiges Gelbgold, sondern ein bisschen mehr in die schwarze Richtung, so ein bisschen Used Gold. Und ich finde sie wirklich sehr, sehr schön. Sie ist sehr dezent und am Hals ist sie auch nicht besonders groß, sodass sie eben nicht in-your-face Statement-Kette ist, sondern eben sehr dezent ist, aber trotzdem ein bisschen gewagter als ganz normale Ketten. Hat 5 Euro gekostet, finde ich völlig okay im Vergleich zu Preisen wie Bijou Brigitte oder auch H&M. Sind die meistens doppelt so teuer, von daher finde ich für 5 Euro sehr schön. Das ist jetzt auch so das einzige Accessoire, was ich mir da gekauft habe, weil ja, ich da irgendwie ja, nicht so richtig was gefunden habe, aber auf jeden Fall sehr schön. Falls ihr auf solche Statement-Ketten steht bzw. das schön findet, ist auf jeden Fall, jetzt klimpert das so doll, solange ich rede. Falls ihr das schön findet, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Diese Kette 5 Euro finde ich absolut, die klimpert und klimpert, Mann! Mein nächstes Produkt ist ein Produkt für die Haare. Das kaufe ich dort eigentlich nie. Aber diesmal fand ich diese schöne Kette so unglaublich gut. Und zwar, genau, es ist ein Haarband mit einem Wildleder geflochtenen, ja, rosafarbenen Band. Und da zieht sich dann so goldene Elemente, ziehen sich da so rum. Ich liebe Frisuren, falls ihr das noch nicht bemerkt habt, mache ich gerne Frisuren. Und genau, ich habe mir hierfür eine total schöne verspielte Frisur für den Frühling schon vorgestellt, als ich dieses Band gesehen habe. Es ist dann einfach so in den Haaren drin und genau, fand ich sehr, sehr schön. Mein nächstes Produkt ist perfekt für den Sommer und ich brauchte ein Bikini. Und der ist jetzt weiß-blau gestreift, wie man unschwer erkennen kann. Das heißt, hat so ein bisschen den Marine-Touch, den ich super schön finde. Besonders auf gebräunter Haut finde ich den ganz toll. Das ist ein Bordeaux-Oberteil, der das sich hier in der Mitte sozusagen einmal überschlägt. Und dann von dort auch aus die Riemen gehen, die dann quasi als Neckholder befestigt werden. Ganz normales Unterhöschen, hat 7 Euro gekostet und genau, finde ich also für den Sommer ganz toll. Für 7 Euro kann man nicht meckern, die meisten Oberteile kosten doppelt so viel, allein unter das Unterteil. Von daher ist es auf jeden Fall, ja, auch wenn es relativ schnell kaputt geht oder was auch immer, ist es auf jeden Fall nichts, worüber man super traurig ist. Von daher, ja, muss es auf jeden Fall auch mit. Mein nächstes Teil ist so ein weißes Tanktop und es hat vorne einfach so ein, ja, kein richtiges, es hat so ein kleines Muster, ich weiß nicht, wie man das nennen kann. Und hinten hat es so ein Detail aus Spitze. Ich finde es unglaublich schön, vor allem die Seiten sind sehr weit ausgeschnitten und das lässt sich am besten mit so einem Bondeau-BH bzw. einem Bondeau-Top super kombinieren, dass man eben nur diesen Streifen, den es ja mittlerweile in den verschiedensten Farben und Formen gibt. Von daher ja, finde ich diesen Look ganz schön, dass da unten zum Beispiel so ein geblümtes Bondeau-Oberteil ist und hier eben diese Ärmel sozusagen runterhängen und dann ein ganz leichtes Top drüber. Das hat jetzt 5 Euro gekostet und genau, fand ich auf jeden Fall richtig schön. Ist auch relativ lang, hinten ein bisschen länger als vorne, was ich auch sehr schön finde. Und ja, genau, 5 Euro hat es gekostet. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Auf jeden Fall ein sehr schönes Oberteil, was auf jeden Fall mit musste. Mein letztes Oberteil, und das habe ich vorher noch nie so bei Primark gesehen, ist ein ganz schwarzes, enges, normales Top. Und das Trickige daran ist einfach, dass es im Brustbereich eben so gefütterte Körbchen hat, sodass man
kein BH drunter tragen müsste, sondern das sozusagen, also ein Top mit integriertem BH ist es einfach. Und es hat 6 Euro gekostet und das ist ein relativ fester Stoff, sodass es eben für mich nur als Unterwäsche geeignet wäre. Ich würde da auf jeden Fall noch einen Top drüber ziehen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr ein bisschen flatterige Tops anzieht, die ein bisschen lockerer sind, dass man darunter auf jeden Fall noch ein engeres Top anziehen müsste. Und darunter hat man noch ein BH. Das heißt, man hat insgesamt 3 Träger auf der Schulter, was ich absolut unschön finde. Deswegen trage ich überwiegend trägerlose BHs, weil mich das total nervt, wenn so viele Träger zu sehen sind an der Schulter. Und dann ist jedes Oberteil anders geschnitten, sodass die Träger am besten auch noch so nebeneinander liegen. Also das ist, finde ich, absolut unsexy. Von daher ist das auf jeden Fall eine super schöne Alternative. Ja, ich weiß, bin mir gar nicht so sicher, ob es das noch in Beige bzw. Hauptfarben gab, aber könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Ist sehr stabil und ich finde, die geformten Körbchen sind auch sehr schön. Also ich finde, die meisten Sachen bei Primark sind eben entweder total überspitzt, so der Madonna-Style, oder halt sehr, sehr eng, sodass es einfach unförmig ist. Und diesen finde ich optimal, ist eigentlich wie ein kompletter BH-Ersatz, von daher sehr angenehm zu tragen. Und ja, bin ich auf jeden Fall auch schon sehr gespannt, das jetzt längerfristig auszuprobieren, wie das so funktioniert. Ja. Also ihr Lieben, das war's mit meinem Primark-Haul. Ihr seid immer super scharf drauf und ich hoffe, es hat euch dieses Mal auch gefallen. Schaut auf jeden Fall mal bei Primark vorbei, wenn er bei euch in der Nähe ist und wenn nicht so viel los ist. Ich finde, die haben ganz schön Frühlings- und Sommersachen da und dann würde bestimmt auch irgendwas in euer Auge fallen. Falls ihr Interesse habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch bei meinen anderen Videos vorbeischaut. Hier in der Ecke haben wir einmal meinen letzten Cherry Culture Haul, meine NYX-Produkte. Und hier in der Ecke sehen wir meine letzten Frisuren Freitag. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin, alles Liebe. Ciao!